Ein offener Brief von einem Wilner Eid zum Direktor von JIVO in New York. Wilne, dem 24. Februar 2015. Hoschewer Dr. Jonathan Brandt. Ich wünsche sich zu euch auf Mama loschen. Ihr wisst für was? Weil ich glaube, als ein Mensch, welcher führt on mit JIVO-Institut, wird mir verstehen. Mir ruft mir Pinchas Friedberg. Ich bin geboren geworden in Wilne, Vater Malchome, und übergelebt dem Churben. Mein Bobe mit den Seiden, alle Kräven von Mutters Zeit, das ist 28 Menschen, liegen in Panar. Meine Mutter Hanne hat verendigt die Wilner Jiddische Realgymnasie. Ihr Lehrer von Literatur ist gewinn Meische Kulbak. Mein Tate Schei ist gewinn Lehrer in einer jiddischer Schule und gewinn verbunden mit dem Ivo, da in Wilne. Bei uns in Stub hat man gerät nur auf Jiddisch. Tom Reich ist interessant, lehn durch meinen Artikel wegen Wilner Jiddischer Realgymnasie. Ich bring dort unikale Dokumenten, als euch in die schwersten Zeiten von Stalin hat mein Tate umetum vernotiert in alle offiziellen Dokumenten, als Jiddisch ist sein Mameloschen. Zu Lebwos erzähle ich euch das alles, weil ich will, als ihr sollt gut verstehen, als ich hab ein moralisches Recht, euch sagen euch das, was ich klär. JIVO ist ein wissenschaftlicher Institut. Laut meiner Meinung darf er nicht sein vermischt in Politik. Will ich bei euch fragen, für was seid ihr gewinn Maske im Arrangieren einer politischen Kommission von der litwischen Meluche? Euch fällt Covid? Mit der Kommission führen nun zwei Menschen, Emanuele Zingeris und Ronaldas Raczynskas. Sollt ihr gut verstehen genau, mit wem ihr hat zu tun, will ich euch erzählen ein paar Sachen. Mein Weib Anita hat kimmat die ganze Melchome übergelebt in Kovner Ghetto. Ihr Ausweisnummer ist gewesen 4426. In selben Ghetto ist gewesen die Mutter von Emanuele Zingeris. Umetum, wo mir darf und wo mir darf nicht, erzählt er wegen dem und los da Träher. In 2012 hat die litwische Meluche gebracht von Amerika und mit der kolossaler Pompe auf Iber zu begroben die Beine von Nazi-Kollaborant Josas Ambrasevicius Brazaitis, welcher hat schriftlich bestätigt mit seinem eigenen Chsime, dem Baffel, als alle Kovner Iden mussten weg in Ghetto. Früher noch hat er sich untergeschrieben auf der Verschickung von einer Gruppe Kovner Iden auf den 7. Fort, wo man hat sie grausam umgebracht. Ihr wisst, wie so es hat sich abgerufen, euer bekannter Politiker Zingeris? Nein, will ich euch sagen, er hat ungenommen Wasser im Maul und geschwiegen vor einem litwische Bürger, was er ist sehr Repräsentant in dem litwischen Parlament. Keinen kritischen Wort nicht gesagt, du Lite. Wegen dem habe ich abgedruckt ein Kommentar in Tablet. Und noch mehr, ihr wisst, als Emanuele Zingeris ist gewinn der einzige Eid in europäischen Verein, welcher hat untergeschrieben die Prager Deklaration in 2008, was ist der zentrale Dokument von der Bewegung zu fälschen die Geschichte
durch der Theorie von doppelten Genozid. Und jetzt der Rapportwärter wegen Ronald Raczynskas. Im November 2012 ist in Vilnius abgehalten geworden ein europäischer Forum über der annoncierte Thema Vereinigte Europa, Vereinigte Geschichte. Von der Tribüne von dem Forum hat eine von den Anführern von der Kommission erzählt an unterhärte Bobemeise, wie er soll, es haben in Telz vier Menschen mit der Lopete ausgegraben, eine große Gruppe, in welcher man hat 3 Jahre ausgebehalten, 44 Juden. Ja, 44 Juden. Und als ich hab abgedruckt wegen dem ein Artikel, Poschet korrigieren die Fakten, hat Raczynskas in einer ganzen Redaktion voneinander geschickt, einen Brief, in welchem er hat mir persönlich beschmutzt von Kopf bis die Füße. Agaf, ich habe auf dem YouTube weggestellt ganze Rede von einem Forum in einem mit meinem Anentwa auf Jiddisch. Bis dahin ist da auf dem Website von der Kommission seine Siedelwerte wegen mir. Die Kommission, wo der Direktor von Jivo ist bis dahin ein Mitglied. Laut meiner Meinung, wohl der Direktor von Jivo nicht gedacht seiner Mitglied in dieser Kommission und fahren Covid von Jivo, wohl gewinnt wichtig, was Gicher heraus von ihr. Anders sieht es aus, als der Jivo legitimisiert, als was es tut die Kommission. Reingerechnet die politische Arbeit, stützen die Prager Deklaration und dem doppelten Genozid. Und die ganze Politik von Singeris und Raczynskas, was tut uns sehr Sachschaden, sei mir, mein Weib und unsere alle freien gebliebenen Juden da, sei dem historischen MS. Seid mir gesund und stark. Mit Derech Eretz, Professor Pinchos Friedberg, Vilnius.